Okay, ich hoffe, wir konnten euch jetzt ein bisschen so einen kleinen Einblick geben und vielleicht auch ein bisschen die Sorgen und die Ängste da ein bisschen nehmen. Abstandloses Training ist durchaus möglich. Ich empfehle es sogar. Die Kinder sollen ja rausgehen und sollen sich bewegen. Ich finde es schade, dass einfach es leider sehr, sehr oft, was ich höre, ist, dass es heißt, das Training macht so keinen Sinn, das macht ja keinen Spaß, wir können nicht spielen. Natürlich hätten wir alle gerne das Abschlussspiel, das sehe ich ganz genauso. Aber dennoch ist es einfach wichtig, dass die Kinder an der frischen Luft sind, dass sie sich wieder bewegen, dass sie langsam wieder ihren Sport, ihre Leidenschaft auch ausüben können. Und organisierbar ist es definitiv, wie man jetzt hoffentlich auch gesehen hat. Was man darüber nachdenken kann, das wollte ich auch noch kurz sagen, ist, wenn ich vorher 90 Minuten trainiert habe und dann ja immer gute halbe Stunde auf das Abschlussspiel draufging und deshalb jetzt einfach nicht ist, dann wird man merken, dass man nach einer Stunde Training natürlich, je jünger die Spieler sind, da natürlich die Konzentration und die Disziplin nachlässt. Da kann man darüber nachdenken, zum Beispiel ein paar Minuten zu kürzen, eine Stunde 15 Uhr zu trainieren, weil eben das Spiel dann auch wegfällt. Wir haben jetzt hier gerade noch eine Technikübung beendet. Jetzt zeige ich euch ganz kurz, wie das Ganze auch wieder dann kontrolliert beendet wird, das Training. Die Jungs spielen jetzt einfach ihren Ball ins Tor hinein, lassen ihn nicht liegen, sondern die passen ihn noch rein. Das ist für mich, für die Organisation nachher super einfach, denn ich bin ja gezwungen, noch nachher hinterher alles zu desinfizieren. Dann liegen die Bälle gleich im Tor da drin. Ich muss sie nicht großartig einsammeln. Und dann wird mir das erleichtert. Und danach geht jeder wieder in seinen Reifen rein. Dann verabschieden wir uns kurz. Die Hände werden nochmal desinfiziert. Und dann gehen die Spieler auch kontrolliert raus. Also, Jungs, spielt mal die Bälle kurz ins Tor rein. Sauber reinpassen. Auf geht's. So, dann Josef gleich in den Ring rein. Corby gleich in den Reifen rein. Auf geht's. Jeder geht in seinen Reifen von Beginn an rein zu seiner Trinkflasche. Achtet dabei auf Abstände, dass es nicht durcheinander wird. So, abklatschen etc. ist natürlich verboten in diesen Zeiten. Wir können uns auch einfach nur Servus sagen oder verbeugen, verbeugen. Schön, dass ihr da wart, Jungs. So, hinterher wieder noch einmal die Hände desinfizieren. Ich gehe also mit meiner Spritzflasche schön da durch. Gut, dass wir hier einen Kunstrasen haben, was auf dem Boden fällt, verdampft. Ansonsten wird der Rasen halt ein bisschen Desinfektionsmittel gedüngt. Die über den Kopf auch drüber, oder? So, wenn die Spieler dann das erledigt haben, ich natürlich auch, ist doch klar, dann nehmen die Spieler ihre Trinkflasche und jetzt lasse ich sie nicht einfach wild voneinander weglaufen. Bei 5 wäre es jetzt nicht so tragisch, aber wenn man dann natürlich 10, 12 Spieler hat oder vielleicht sogar noch Trainern trainiert und ich sammle sie, dann würde eigentlich loslaufen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich riesengroß, dass die sich am Ausgang oder wo auch immer wieder treffen und überkreuzen. Deswegen schicke ich die einfach jetzt so im kurzen Abstand voneinander gemütlich los. Also Josef, hopp, lauf los. Vielen Dank fürs Training, schön, dass du da warst. Corby hinterher, geht langsam hinten raus, auf geht's, Xaver raus, Abstand halten. Und jetzt der Maxi hinterher und dann der Kili und dann haben wir das im Gänsemarsch quasi rausschicken. Man kann dann darüber nachdenken, dass sie halt vielleicht sogar dann noch ihre Masken dabei hätten. Ich finde das jetzt hier in der frischen Luft nicht ganz so wichtig. Vielleicht, wenn sie dann in den Taschen sind, dann können sie, wenn viel Trainingsbetrieb am Platz ist, kann man darüber nachdenken. Dann macht es dann auch durchaus Sinn. Ich hole jetzt mein Desinfektionsspray, damit auch jeder sieht, dass ich es dabei habe. Und damit gehe ich jetzt dann gleich da ins Tor rein, desinfiziere mir die Ringe, die Hütchen und die Bälle. Ist leider so, aber ich finde, dass es trotzdem, wie ich heute hoffentlich zeigen konnte, alles machbar ist. Die Jungs haben natürlich nie den großen Spaß wie vorher, das ist klar. Das Spiel fehlt einfach, die Spielformen, die Zweikämpfe, das ist ihnen halt fürchterlich wichtig, verständlicherweise und auch absolut richtig so. Momentan haben wir das halt nicht, aber dennoch können wir Technik, Koordination, Passen, mit Abständen trainieren und die Kinder bewegen sich an der frischen Luft und können weiterhin Fußball trainieren und lernen.